Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute wieder alleine. Kein Together mehr. Jetzt gerade. Wird natürlich weitergesetzt, aber jetzt gerade nicht. Wir waren hier stehen geblieben an unserem Haus. Und hier werden wir auch weiterfahren. Genau. So, zack. Zack, zack. Das reicht erstmal. Ja, wir machen es nicht. Doch, wir machen es ganz zu. Irgendwo müssen wir uns dann noch eine Lücke reinbuddeln, wo wir dann halt eine Türe reinkloppen können. So. Alter, ich hab's heute aber auch, ne? Das ist eine kleine Spontanaufnahme. Genau, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht gerade so, über was ich quatschen soll. Ich möchte euch aber mal danken für 400 Abonnenten, die wir jetzt erreicht haben. Ich mache das jetzt in jedem Projekt, ich weiß, aber es ist halt wirklich eine Menge Holz, wird es gerade dunkel. Und ich mache gerade noch kurze Musik an, weil wir haben jetzt wunderschöne Musik. Ich bin gerade runtergefallen. Ja, bisschen Blätter kann nie schaden. Nehmen wir einfach mal was mit. Wenn wir hier schon runterfallen, dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Und befreien diesen Baum einfach mal von seinen Blättern. So. Jetzt sind nicht nur die Schafe kahl geschoren. Die Spinne ist zahm. Ich weiß, tagsüber sind die zahm, aber die bei denen weiß man nie. Was ich mir auch mal überlegt habe, wir könnten hier eigentlich im See so ein Riesenhaus mitten im See bauen. Ich weiß, das mache ich schon im Together, aber ich finde, das hätte was, nicht? Könnt ihr mir mal schreiben, ob wir das Haus so im Baum lassen sollen, was wir jetzt haben? Oder ob wir eins im See, mitten im See bauen sollen? Vielleicht ist es so ein Unterwasserhaus? Weiß ich noch nicht. Ja, Spinne, Hals, Maul. Ja, genau dich, dich meine ich. So, ja, verrecke. Aua. So. So. Nicht hier runter fliegen. Hier haben wir letztes Mal Bekanntschaft gemacht mit ein paar netten Creepern. Ich brauche Dreck. Ich brauche Erde. Ich brauche Dirt. Hast du... Nein, du hast nur Blätter. Hast du... Nein, du hast nur Steine. Du hast auch keins. Okay. Dann müssen wir uns halt mit Blättern zufrieden geben. Das ist ja auch in Ordnung. Au. Das ziehen wir bis... Ja, hier würde ich sagen. Hier so und...
Ups, na egal. Wir müssen hier sowieso noch irgendwas reinklatschen, damit wir hier nicht dauernd runterfallen. Das hier mache ich zu, damit hier keine Viecher hochkommen. So. Hier können wir dann irgendwann mal das noch ausebnen, sobald wir mehr Erde haben. Und hier... hauen wir das noch voll mit Blättern. Ja, ich weiß, die Musik ist nicht meine Erstwahl, aber es ist halt copyright-frei, also ohne dass die GEMA rumkacken kann. Und besser als nichts, ne? So, da muss ich noch die Lücke stopfen. So. Und bezüglich den Abonnenten, da gibt es ja ein Special. Und das wird sein ein 400 Abonnenten Stream. Ein Special Stream. Ihr könnt da gerne vorbeischauen, der wird am 7. Also ich nehme das hier am 6. auf, also morgen findet das statt. Ich denke, das Video hier kommt am 7. hoch. Deshalb werdet ihr es direkt an dem Datum dann wissen. Wenn ihr es einrichten könnt, kommt doch vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. So, jetzt haben wir ein Problem bei diesem Haus. Wo pflanzen wir unseren Garten hin? Wo kommt unser dummer Garten? Die Terrasse ist cool. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier oben den Garten machen sollen. Oder ich mache ihn halt mitten auf dem See. Da müsste ich aber nebenbei noch ein Haus was dazu bauen. Ich werde es so machen. Ich werde jetzt erstmal am nächsten Tag irgendwo Erde abbauen. Irgendwo, wo es niemanden stört. Nein, nein. Wer das Zeug dann... Ne? Komm, sag's mir. Ich werde dann einfach da mitten auf dem See ein Haus bauen und da wird ein Dingens, eine Plantage sein. So, endlich habe ich das Wort gefunden. So, dann legen wir uns mal pennen. Wir nehmen einen Bogen hier zur Hand, die Angel auch noch. So, ich hoffe, jetzt sind hier unten keine Viecher gespawnt. Sieht alles safe aus. Stimmt, ich müsste hier noch jeweils zwei Blöcke raushauen für Türen. So, ich mache aber da keine Türen rein, weil sonst ist es ein bisschen zu offensichtlich, dass da irgendwas ist. So, das hier ist sowieso irgend so ein überstehendes Häufchen Dreck, was niemand braucht. Deshalb haue ich das mal weg. So viel zu, ist es safe. Komm, geh kacken. So. Was wir im Stream zocken, das entscheidet ihr. Ihr könnt mir dann via Kommentarfunktion schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Genau. Also was wir halt haben. Also APB wird, denke ich, sicher ein bisschen gezockt. Dann vielleicht Minecraft. Vielleicht, keine Ahnung. Formel 1. Wissen wir alle noch nicht.
Hier kann ich ein bisschen was abzwacken. Aber halt nicht alles. Weil da mein Eingang ist. Und das würde dann dumm aussehen. Spinni, Spinni, Spinni. Ich glaube, der hauen wir mal die Fresse breit, ne? Komm her, du dummes Vieh. Alter, wie viele Eier. Jetzt geht das wieder los, ne? Wie im Together. Habe ich die Eier aufgehoben, kaum drehe ich mich um, legen sie wieder ein Ei. Ne, du dummes Huhn. Na, wie geht's, Kumpels? Ja, Gogog, ich bin eurer Meinung, Gogog. Aber so als Huhn hat man echt ein cooles Leben, ne? Einfach nur Eier legen. Ja gut, wenn man so ein Masthuhn ist, was danach abgeschlachtet wird, ist nicht so cool. Aber als ein Ei-Huhn, ein Huhn, was halt da ist, um Eier zu legen, das ist echt ein cooler Job, ne? Einfach ein bisschen den ganzen Tag rumhängen, bisschen Eier legen und gut ist. Der muss nicht zur Schule, der muss nicht arbeiten gehen. Na gut, er arbeitet ja, aber oder sie arbeitet oder keine Ahnung. Aber muss halt echt nicht mehr machen, als ein Ei zu legen, ne? Gibt ja auch einen Song, ne? Ich wollte dich wie ein Huhn. Ach ja, schreibt mir doch mal Themen in die Kommentare. Ich habe echt keinen Plan, was ich hier labern soll. Ein Minecraft-Let's Play ist halt schon ein kommentarhungriges Projekt. Ich meine, hier passiert nicht allzu viel, außer wir gehen in Dungeon, wo ich nicht allzu oft rumgurken werde, weil ich ein Schisser bin, was das anbelangt. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich bin wirklich ein Schisser. Also alleine gehe ich nicht in den Jungle. So, ich würde sagen, wir holen uns mal ein bisschen Holz und fangen an zu bauen. So, gib mal so ein Ding. Wir müssen eigentlich ein riesen Areal machen, wo halt auch unsere Viecher drauf können. Au. Aber ja, wird sich sicher was finden lassen. Oder was bauen lassen. Jetzt gucken, wo wir das Haus bauen. Hier so mitten im See, hier so einen tiefen Punkt. Das wär natürlich was. Wo grunzt mich hier ein Zombie an? Das hier hätte was. Hier ist doch direkt vorgeformt. Hier so das Weiße, wo Sand drauf ist. Das wäre doch mal awesome. Machen wir ein bisschen das hier weg. Und das hier. So. So. Dort hinten Fisch, geh mal weg. Wir müssen mal kurz an die Oberfläche. Damit ich das hier kurz zu Holz verarbeiten kann. Machen wir uns hier einen kleinen Raum so. Failed. Wo wir dann halt Luft holen können. Das ist Fail. Das war jetzt echt gerade Fail. Das Abbauen unter Wasser dauert halt einfach auch so ewig lange, ne? Oh, ich sollte auftauchen.
Nein, seit wann geht das denn nicht mehr? Mann! Ja, im Hintergrund schön Beethoven-Musik, ne? Hier packen wir einfach mal so eine Workbench hin. Machen hier eine Tür. Das hat auch was. Aber nee. So ist dann doch besser. Ich mach's jetzt echt hier so an, an der Abdingselung. Es ist für mich, sieht das echt aus wie so eine Abgrenzung halt. Auftauchen, auftauchen! Aber wir werden eine Freude haben am Abtragen vom Wasser hier. Ja, wir müssen hier das alles ausfüllen und mit Erde dann, also mit Erde voll machen und dann wieder leer machen. Also wieder wegbuddeln. Naja. Aber ist mal was anderes. Alle bauen irgendwie so Baumhäuser, normale Häuser, Schlösser. Ich mach's einfach mal unter Wasser. Und ich halte mir einen Tintenfisch als Haustier. Macht auch nicht jeder. Eigentlich könnte ich auch direkt zwei, ne? Wehe, mein Bruder kommt jetzt gleich ins Zimmer, der muss jetzt nämlich gehen und wehe, das sagt mir auf Wiedersehen. Dann gibt's Stress, ne? Auf Wiedersehen. Das war eins zu viel. Ja, wobei, wir könnten hier auf die oberste Etage natürlich auch. Ach, fuck it. Wir könnten auf die oberste Etage eigentlich auch hier die Plantage direkt setzen, ne? Ach, mal gucken. Als erstes muss ich auf jeden Fall diesen Tintenfisch da unten erlegen. Muhahaha. Ich bin so grausam. So. Wie gesagt, wenn euch die Musik nicht passt, könnt ihr mir auch gerne irgendwie Vorschläge schreiben, was ich hier laufen lassen soll. Einfach vor, also einfach der Anforderungen sind, es muss GEMA-freie Musik sein. Ich will keinen Stress mit der GEMA, weil sonst die Hälfte meiner Abonnenten das Video nicht sehen kann. Und das will ich nicht. Ich bin echt ein Genie, ne? So, eine Stufe Wasser ist abgetragen. Ich buddle mich hier gleich ein. Oder ne, ich baue mich hier gleich. Was mache ich jetzt? Damit mich hier keine Viecher belästigen. Kann ich ja schnell wieder weghauen. Damit ich hier einfach ungestört arbeiten kann. So, haben wir, ja, wir haben Fackeln bei, das ist gut. So, zack, zack, egal, zack, voilà, Meisterwerk.
gerade sagen, wir haben aber noch Schaufeln bei, ne? Das wäre sonst ein bisschen dumm gewesen, aber naja, wir haben dabei. Ich weiß, ich muss nach alles Erde hier nach wieder rausfischen, aber das ist mir wurscht. Und auf Tauchstation. Hui. Alter, wie hat sich denn der Tintenfisch hier wieder verirrt? Hä? Jetzt ist er weg. Egal. Glück für ihn. Bäm, knallt die Türe so richtig zu. Alter. Ja,